Und damit begrüße ich euch recht herzlich zu einer weiteren Folge Let's Play Europa Universalis 4 mit dem Kongo. Wir sind wieder zurück und versuchen hier weiter Afrika unser eigen zu machen. Ach, guck mal einer an hier. Die Hatchers haben die Osmanen ein bisschen abgeblockt. Das finde ich ja cool. Gucken wir mal, wie. Wenn die Hatchers hier diese drei Brünzen noch sich holen, dann wäre das ziemlich cool. Denn dann müssten wir nur gegen die Hedgehogs kämpfen und nicht gleich gegen die ganzen Osmanen. Das wäre äußerst angenehm, obwohl die Osmanen da wahrscheinlich Hedgehogs umbringen. Ah, ne, die sind verbündet. Das wäre dann natürlich trotzdem doof, weil da müssen wir gegen beide kämpfen. Das wäre natürlich doppelt schlecht in dem Sinne dann. Aber was soll man machen, ne? So. Ungar. Ha, was ist hier los? Ja, Böhmen ist ja nicht mehr besonders groß. Um genau zu sein, auch noch ziemlich klein. Schlesien ist unabhängig. Ist immer ein Zeichen der Schwäche für Böhmen, wenn Schlesien schafft, unabhängig zu werden. Ah, guck mal, wir können hier gleich noch Songhai integrieren. Und hier haben wir gar keinen Berater mehr. Ach, das ist der Grund, warum wir die ganze Zeit Geld bekommen. Ja, dann nehmen wir hier mal, denke ich, den hier, den Diplomaten. Damit hier unser annektierter Vasallen Mali ein bisschen schneller weggeht und unsere aggressive Expansion gegenüber Mali kann, denke ich, nicht schaden. Hilft uns leider bei der Integrierung nicht viel. Da haben wir jetzt halt nur sehr, sehr wenig diplomatische Reputation, weil unsere Legitimität so schlecht ist momentan. Das ist natürlich schade, aber das werden wir auch überstehen. So, gehen wir hinten noch ein bisschen erkunden. Können wir Madagaskar mal entdecken. Und auch die ganzen kleinen Inselchen, die da hinten, die kleinen Inselchen sollten wir uns da hinten vielleicht auch holen, obwohl es für uns jetzt nicht so wichtig ist, die Europäer von Ostasien abzublocken. Obwohl es natürlich cool wäre, wenn wir Ostasien selbst kolonialisieren könnten, weil Ostasien wirklich viel Geld gibt. Exzellenter Minister. Oh, Game. Also Europa Universalis, danke, dass du mir einmal ein gutes Event gibst. Oh, ist das cool. Boah. Achtung, ich wette mit euch, dass ich jetzt gleich ein richtig dickes Negativ-Event bekomme. Aber ja, immerhin. Wir haben 1 Stabilität und 25 Legitimität bekommen. Das ist schon mal ganz gut, würde ich sagen. Na, dann machen wir das Ganze halt so. Und dann geht es gefälligst hier mal entdecken. Ah, unser Herrscher ist tot. Und wir haben unsere Stabilität wieder verloren. Aber wir haben jetzt wieder volle Legitimität. Das ist schon mal gut. Das heißt, das Ganze hier geht jetzt deutlich schneller. Und unser Nachfolger, 434, ja, halt durchschnittlich. Oder ein bisschen über dem Durchschnitt. Also eigentlich ganz okay. Geht natürlich immer besser, das ist klar. Wünscht sich natürlich immer super guten Herrscher. Aber einer, der in allen Sachen halbwegs gut ist, ist eigentlich auch nicht schlecht, ne? Oh, verdammt. Verdammt! Beeil dich! Fahr! Oh, das wird sehr knapp werden. Fahr, Junge, fahr! So, jetzt geht's an die Konvertierung von Kongo. Ah ne, da bin ich schon dabei. Ja, 2%. Ja gut, 2% Revoltenrisiko. Da gebe ich keine 100 Power für aus, um das auszugleichen. So, nächsten Tech. Wir sind immer noch rot wahrscheinlich. Yep. Wie weit seid ihr? 10, 11, 11. Oh ja. Da sind wir noch sehr weit hinten dran. Sehr, sehr weit. Okay, unser Typ hat's überlebt. Mit sehr wenig Leben. Aber er hat es geschafft. Und unsere Kolonie ist fertig. Und wir kommen immer noch nicht bis nach dort. Das gibt es doch gar nicht. Okay, dann holen wir uns jetzt halt hier oberes Naquarmaland. Muss dann wohl oder übel sein. Auf geht's. Kommt hierher. Ja, ist ein bisschen doof, weil da müssen wir extra noch eine Kolonie hier machen, nur um dann zum Cup zu kommen im Endeffekt. Das heißt, die Frage, zählt das jetzt schon? Nee, das zählt nämlich eben noch nicht. Das ist natürlich äußerst suboptimal dann. Ist ja die Frage, ob wir von St. Helena aus hinkommen würden, aber ich glaube eher nicht. Halte ich eher für ziemlich unwahrscheinlich. Ach, guck mal eine an. Hier haben wir auch. Jetzt hab ich ihn gerade aus Versehen weggeschickt, aber hier hatten wir auch 16 Dinge. Ah ja, Arid. Ah ja, Arid senkt nicht die Dinge, sondern nur das Kolonialwachstum an sich. Ja, das ist aber nicht wirklich schlimme.
Weil eigentlich die Kolonialistenchance sowieso das meiste ausmacht. Also das hier macht natürlich auch viel aus, wenn das hoch ist. Aber wenn die Kolonistenchance hoch ist, ist das Ganze deutlich besser. Also das bedeutet einfach, dass ab und zu dann der Kolonist, wir gucken mal, ob wir es hier sehen irgendwann demnächst, ab und zu ist halt dann die Chance, dass der Kolonist dann deutlich mehr Leute auf einmal mitbringt. Infiltrierung des Vatikans. Ja, wir nehmen Prestige. Und investieren hier mal wieder ein bisschen, habe ich ganz vergessen, aber wir können ja eh nicht wirklich mithalten, von daher hat das eigentlich auch keinen großen Wert. Machen wir hier den nächsten Tag und dann hier weiter mit den Entdecker-Ideen. So, beim nächsten Admin-Tag kriegen wir unsere nächste Idee. Das heißt, da sollten wir uns dann möglichst bereithalten, 400 Punkte im Diplo-Bereich zu haben. Dann können wir uns nämlich, wo ist es, expansionistische Ideen nehmen. Und dann gleich da investieren. Ja. Und dann haben wir gleich noch einen neuen Kolonisten. Haben wir schon mal zwei Kolonisten. Das ist schon mal sehr schön dann. Ja, jetzt ist schon 58 Wachstum. Ah, wir haben jetzt Land der ungarischen Möglichkeiten. Das ist natürlich sehr schön. Das heißt nämlich, auch das hier geht deutlich schneller. Aztekenreich verliert gegen Kastilien. Okay. Wo ist unser Entdecker? Der ist ja da voll repariert. Das heißt, du gehst jetzt mal hier wieder ein bisschen erkunden. Und dann wieder zurück. Leider zählt das hier jetzt leider noch nicht für unsere Reichweite, weil das hier noch kein Core ist. Das ist natürlich ein bisschen doof. Ah, cool. Ein Grundsteuer in Kongo. Nee, St. Helena jetzt aufgeben will ich eigentlich nicht. Das ist eine schlechte Idee. Dann könnte es nämlich sein, dass instant dann irgendwie ein Europäer da drauf läuft und dann komme ich da nicht mehr hin. Das wäre äußerst blöde. Madagaskar-Becken entdeckt. Oh, ich glaube, mehr als das hier schaffen wir nicht mehr. Ja, schnell zurück. Die Inseln an sich haben wir leider noch nicht entdecken können. Das ist ein bisschen schade. Aber die werden wir dann beim nächsten Mal entdecken. Fisch in St. Helena. Das ist natürlich jetzt nicht so bombig, aber was soll man da auch sonst groß finden auf so einer Insel mitten im Meer? Loading complete. Ja, ist gut. Das ist, glaube ich, von meinem Browser. Da ist noch irgendwie was offen, was gerade fertig geladen hat. Das war eigentlich nicht so gedacht, aber okay. Wir haben schon wieder 20 Papsteinfluss. Investieren wir den mal. Aber Frankreich hat ja so mega viele Kardinäle. Ich glaube, da können wir ohnehin nicht mithalten. So, das ist beides in 3 Jahren fertig. Dann können wir wieder ein bisschen was konvertieren. Und wir machen mittlerweile ganz gutes Plus. Weil wir jetzt alle Provinzen hier auch konvertiert haben. Abgesehen vom Kongo. Sobald der konvertiert ist, sollten wir dann nochmal ein bisschen mehr Plus machen. Und vielleicht sollte ich mir den hier holen. Den könnten wir uns sogar leisten fast. Damit wir auch im Militärtech ein bisschen mehr aufholen können. Falls uns tatsächlich Portugal den Krieg erklären sollte, was äußerst, äußerst schlecht wäre. Aber noch haben wir keine Grenze. Das heißt, sie sollten eigentlich keinen Kriegsgrund gegen mich haben, außer halt gegen meinen Vasallen. Das wäre natürlich dumm, wenn sie meinen Vasallen angreifen. Aber ich denke, das werden sie noch nicht machen. Genau, sie haben nur gegen Jolof einen Kriegsgrund der Eroberung. Aber nicht gegen mich. Und gegen Mali haben sie einen Kriegsgrund der Eroberung. So. Und wir haben die religiöse Einheit erlangt. Das ist noch meine Mission schon seit einer Ewigkeit. Kolonialisiert Benguela. Benguela. Nicht Bengal. Nein. Nicht Bengal-Delta. Benguela. Das da. Nee, das ist jetzt gerade ziemlich nicht gut. Dann nehmen wir lieber hier die Mission. Ein Grundsteuer in Naquamaland, wenn wir es fertig haben. So. Wir könnten natürlich auch hier. Wann kriegen wir hier den. Er ist auf Level 7, das lohnt sich eigentlich nicht. Dekadenz. Ja, das ist natürlich unschön, aber müssen wir hinnehmen. So, ja, das ist jetzt halt ein bisschen langweilig jetzt. Das ist jetzt reine Kolonialisierung, bis wir wieder irgendwas machen können. Bis wir dann hier hinten angekommen sind, um hier wieder ein bisschen Kriege zu führen in Ostafrika. Wird das noch ein bisschen dauern, denn vorher müssen wir wirklich alles abblocken. Oh, das ist eine Goldprovinz.
Cool, das sollte unsere Einnahmen deutlich steigern. Ja, sehr schön. Kriegen natürlich dadurch auch Inflation jetzt. 0,03 im Jahr. Aber das ist, denke ich, das Geld durchaus wert. Oh, verdammt, ich brauche hier mehr Leute. Ich brauche hier mehr Leute. Und vor allem auch einen General. Das ist sonst ein bisschen gefährlich. So, mein großer Führer ist schon wieder tot. Toll, den habe ich gerade erst angeheuert. Mensch, Herr. Ne, da kriegen wir eigentlich so viele Punkte, das bringt eigentlich nicht viel. Dann nehmen wir den lieber für da. Ich denke, das ist ganz gut. Sobald wir hier das Reinforcement weg haben, machen wir auch wieder Plus. Um genau zu sein, machen wir jetzt schon wieder Plus. Sehr schön. Oberes Nakamaland, 30% Kolonistenchance. Das ist sehr schön. Sehr, sehr schön. Goldene Horde ist kollabiert. Jo, das passt schon. Einigung mit Eingeborenen. Minus 1 Aggressivität. Ja, das ist ganz gut, weil dadurch die Kolonistenchance nochmal ein bisschen erhöht wird. Weil hier Aggressivität der Eingeborenen ein bisschen abnimmt. So. Hier haben wir alle. Ah, da eine Provinz fehlt uns noch, die wir noch nicht erkundet haben. Machen wir die noch schnell. Ich denke, unser Typ hier wird bald sterben. Den haben wir jetzt schon eine ganze Weile. So, und dann versuchen wir hier diese Küstenprovinzen zu entdecken. Ebenso wie diese kleinen Inselchen hier. Mauritius haben wir schon entdeckt. Auf, gib uns die andere Insel. Sehr schön. Okay, dann nehmen wir noch die hier, denke ich, mit. Und danach gehen wir wieder zurück ins Naquamaland. Sehr schön. Ja. Crozet-Becken haben wir entdeckt. Okay, das ist das hier gewesen. Und dann ganz schnell wieder zurück, bevor wir unsere Schiffe verlieren. Süd-St. Helena. Ja, ich brauche mal ein paar Schiffe, mit denen ich hier irgendwelche anderen Schiffe kaputt machen kann. Irgendwelche Piraten oder sonst was, das dann dauernd spawnen will. Denn die kann ich nur relativ schwer sonst besiegen. Guck mal hier. England ist hier mit 4 Großschiffen am Erkunden. Cool. Ah, ich finde es das gut, dass England mittlerweile ein bisschen besser seine Ideen nimmt, dass das endlich gepatcht worden ist, dass England als zweites die Entdeckerideen nimmt, weil normalerweise wäre England jetzt noch nie im Leben hier bei uns. Wir nehmen die Stabilität. Der Papsteinfluss bringt uns wirklich nicht viel. So, wir können die Karibik sehen. Wow, da ist aber Portugal gut abgegangen. Hat er hier fast die komplette Karibik. Stark. Dafür hat er halt nichts von Brasilien. Aber ich finde, die Karibik ist sowieso viel, viel, viel wertvoller als Brasilien. Von daher ist das soweit, denke ich, kein Problem. Österreich ist immer noch Kaiser. Alles beim Alten, ja. Es ist halt die Frage, hier passiert jetzt halt erstmal nicht mehr viel, ob ihr das wirklich hier die ganze Zeit so sehen wollt, denn wir sind jetzt nur am Kolonialisieren die ganze Zeit. Bis wir irgendwas wieder machen, wird das eine ganze Weile dauern. So, hier haben wir jetzt Dingens. Dann nehmen wir hier gleich die expansionistischen Ideen. Und dann gucken wir mal. Ich frage mich ja dann auch, ob das ganze Wealth of Nations Safe Game kompatibel sein wird. Wir werden sehen. Wenn nicht, dann müssen wir die Serie sowieso dann abschreiben. Dann mache ich halt danach eine neue. Wollte ich ja sowieso machen, eventuell danach Turn the Table machen. Ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass ich mit African Power ein bisschen schneller vorankomme. Waren halt auch ziemlich lange Pausen zwischendurch. Das war ein bisschen doof. So. Jetzt haben wir hier eine ganz gute Flotte. Hier hat irgendjemand anderes die Leute besiegt. Das ist eigentlich ganz schön. Hier sind jetzt Revo. Hat das Einfluss hier auf meine Kolonistenrate oder sowas? Nee. Gut, dann ist das kein großes Problem. So, Hauser ist integriert. Sehr schön. So. Und dann haben wir jetzt hier ein bisschen arg viele Einheiten dazugekriegt. Die können wir auflösen. Die brauchen wir nämlich eigentlich nicht. Vielleicht sollten wir mal noch hier die beiden Einheiten zusammenfassen. Schicken wir dich mal nach da oben. Mittlerweile sollten wir ja ganz gut hier klarkommen mit den
Eingeborene, denn jetzt haben wir ja westliche Einheitentypen, von daher geht das ja jetzt eigentlich ganz gut. Portugal hat einen neuen Kardinal. Das ist der, in den ich auch investiert hatte. Ja, da kann ich halt momentan echt überhaupt nicht mithalten. So, jetzt Songhai bin ich ja schon am integrieren, ne? Das heißt, das wird nochmal eine Weile dauern, aber wir können Ashanti demnächst machen. Mali ist noch relativ weit weg. Könnten wir vielleicht mit Geld machen, aber da müssten wir eben dann wahrscheinlich ziemlich viel Geld geben. So ist jetzt die Frage, ob ich jetzt eher hier über globale Zölle gehen will oder eher mir das hier. Ich denke, ich hole mir erst den neuen Kolonisten. Ich denke, das ist besser. Und ja, zum Kap komm ich leider immer noch nicht. Das heißt, wir gehen mit dem erstmal nach St. Helena, um das ein bisschen zu beschleunigen. Eingeborene und Assimilierung. Sehr schön. Und Songhai ist ebenfalls integriert. Und wir machen sogar noch Plus, obwohl wir so viele neue Einheiten gekriegt haben. Dann könnten wir da sogar ein paar behalten. Sehr schön. Nochmal zwei Bevölkerungen. Das heißt, oberes Nakwamaland ist damit fertig. Das ging natürlich jetzt flott. Und dann schicken wir hier unseren Kolonisten zum Kap. Sehr schön. Das ging jetzt schön. Zwei Events hintereinander, bei denen wir insgesamt dann 300 Bevölkerungen dazu bekommen haben. Das hat man auch nicht unbedingt oft. So, ja, mittlerweile brauchen wir schon ganz schön lange hier, um unsere Kolonisten rumzusenden. Vorhin ging das noch super flott. Portugal erobert hier mittlerweile ein bisschen was hier von Marokko. Das ist immer doof, weil das muss ich dann später alles wieder zurückerobern, obwohl es wahrscheinlich mich weniger Core kostet im Late Game dann, wenn ich es von Portugal zurückerobere, als wenn ich es mir jetzt holen würde. So, kolonialisiert kleine Karoo. Ja, das klingt gut. Das können wir auf jeden Fall machen. Dann ziehen wir hier. Können wir eigentlich den hier schnell abziehen? Und dann. Nein! Wer ist da? Nee, ernsthaft. Nicht ernsthaft, Kastilien, oder? Ist ja wohl jetzt ein Scherz. Das ist ja wohl jetzt ein Scherz. Ein richtig fetter Scherz. Oh mein Gott, ich hoffe, dass diese Kolonie so schnell wie möglich sterben wird. Die Kastilien da jetzt errichtet, sonst haben wir nämlich echt ein großes Problem. Ich will nicht, dass Kastilien da irgendwas an Provinzen kolonialisieren kann. Sollte ich vielleicht hier einen Conquistador holen? Ja, machen wir das. Wir haben sowieso gerade keinen General, von daher können wir das eigentlich machen. Müssen wir schnellstmöglich das hier uns holen. Ja, verdammter Mist. So, wir haben große Karoo entdeckt. Was? Oh, jetzt haben die auch noch ein Event bekommen, dass sie das kriegen, ey. Das ist ja wohl ein Scherz. Kastilien, du bist so overpowered, blöder. Blöder kleiner Lacker, ey. Ich war doch quasi schon so gut wie da. Warum musst du mir immer alles verbauen? Ich hasse es. So, ja, das kannst du vergessen. Die Dinger werden nicht sterben gehen. Ganz sicher nicht. Das heißt, Kastilien hat jetzt hier freien Weg, um ständig hier meine Provinzen wegzukolonialisieren. Und er kolonialisiert halt viel, viel schneller als ich. Das ist super, super schlecht. Und außerdem hat er jetzt auch einen Kriegsgrund gegen mich, einen dauerhaften. Das ist ebenfalls super, super schlecht. Oh! Legendär, okay. Ziehen wir dich wieder ab. Das war jetzt natürlich auch lucky von meiner Seite. Wo hab ich. Ach, verdammt, da komme ich gar nicht hin. Ah, na toll. Okay, dann muss ich doch erst die hier beenden. St. Helena ist fertig. Gut, dann geh halt nach Roggefeld. Beziehungsweise dann schicken wir dich lieber ins Kap. Ganz ehrlich. Und dann den zweiten nach Roggefeld. So, wir machen plus 6. Könnte man sich durchaus überlegen, eine dritte Kolonie zu bauen. Nur die Frage, wo wir die hinmachen wollen. Da ist Kastilien mittlerweile auch schon. Ah, Alter, wir sind zu spät dran. Das ist jetzt ein wirklich großes, großes Problem. Wir konnten die Küste nicht rechtzeitig abstecken. Ich muss eine dritte Kolonie eröffnen, definitiv. So, liebe Strategiefreunde, damit sind wir auch schon am Ende dieses Videos angekommen. Ich hoffe, euch hat dieses Video ebenso gut gefallen wie mir und ich hoffe,
dass wir uns auch irgendwann in einem weiteren Video wiedersehen. Ich danke euch recht herzlich für das Zuschauen in diesem Video. Und wem das Video sehr gut gefallen hat, bei dem würde ich mich sehr, sehr für ein Abo oder ein Like bedanken. Ja, dann hoffe ich, wir sehen uns irgendwann anders mal wieder. Ich habe euch hier ein paar Videos zur Auswahl gestellt und auch der Link zur Playlist. Ja, dann verabschiede ich mich jetzt für heute von euch und bis zum nächsten Mal. Euer Violett.